Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt wohl kaum jemand unter uns, der in diesen Tagen nicht mit seinen Gedanken, wenn gläubig auch mit seinen Gebeten, in Frankreich und bei den Opfern der Terroranschläge in Paris ist. Unser Papst Franziskus hat das Attentat in Paris in doppelter Hinsicht verurteilt. Zum einen für den schrecklichen Akt der Gewalt an sich und zum anderen für das Attentat auf die Pressefreiheit, die genauso wichtig ist wie die Religionsfreiheit. Wie gut ist es aber auch, wenn in den Nachrichten Erfreuliches berichtet wird. Ich war sehr froh, von dem großen Trauermarsch in Paris zu hören. 1,5 Millionen Menschen allein in Paris, unter ihnen der französische Präsident, die deutsche Bundeskanzlerin, darüber hinaus Millionen von Menschen in Frankreich und auch in anderen Ländern. Gute Nachrichten gab es auch in ähnlicher Weise, als am Brandenburger Tor Tausende zu einer Mahnwache zusammengekommen waren und hinter ihnen vor allem auch Vertreter der Religionen. Organisiert war dort die Veranstaltung von muslimischen Verbänden. Der Zentralrat der Juden und die christlichen Kirchen waren ebenso vertreten. Gemeinsam wandte man sich gegen islamischen Terror und sprach sich für ein friedliches Zusammenleben aus. Und hier wird deutlich, der Terror hat nicht das letzte Wort. Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen finden zueinander. Die Vision eines Europas, in dem Toleranz und Meinungsfreiheit herrschen, findet sichtbaren Ausdruck. Und solch ein Zeichen für ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen ist auch die Mahnwache heute hier in Neu-Isenburg.